So, Runde 2. Na, das ist doch cremig. Das ist eine Premium-Hand. Oh nein, was passiert in Runde Tipp mal 1? Sakumen ziehen. Was passiert in der Runde 1 mit einem Forest? Kann nichts passieren, es Gibt es gibt keine Runde grünen 1 Play? 1-Drops. Na, es gibt. Ne, gibt's nicht, ne? Oh Gott. Metallic Sliver kann er rausknallen, aber sonst. Wollen wir den abräumen oder? Wollen wir? Ich glaube, wir wollen Ist blocken. schon. Ich glaube, wir legen der die Ratten mit der Intention zu blocken. Wenn er jetzt noch einen Sliver rauslegt. Ja, trampeln die halt, das ist fair. Korchan, das ist schick. Wobei Korchan mit Trampeln natürlich auch weniger geil ist. Allerdings finden wir auch da nichts, was wir machen können. Also sagen wir einfach go. Wir könnten den Doughty Wir sind hier überlegt einfach rein. reingehen und dann. Ach so, weil. Ah, du meinst zwar dann, dass Trampel nicht relevant ist, ha? Ja. Das würde aber auch heißen, dass ich nicht blocken kann. Das heißt, ich muss das Edikt spielen, Ja, ist aber nicht schlimm, oder? ne? Nö, das ist okay. Na gut. Oh, das ist natürlich Ja, das Edikt perfekt. wird so oder so, dann nehme ich einen 3-3er töten. Und Also, so ist all natürlich. damage that would be dealt to Tentacle Control. Also der da ist dealt to dem da. Ja. Und damit wähle ich den als Source. Und jetzt müsste hoffentlich alles weggehen. Alles klar. Ja, das war relativ effektiv. Guter Spielzug. Ja, das Angreifen war richtig gut gedacht. Schön. Ja, muss natürlich auch nicht sein, dass er da blockt, aber mit dem Edikt in der Hinterhand. Ja, So. der kann nicht blocken. Ist die Frage, ob man jetzt hier zurückbleibt mit der Ratte? Wahrscheinlich eine ganz gute Idee, ne? Um zu blocken, aber dann können wir auch nicht zwei Sachen Oder ach, spielen. Edikt ihn doch jetzt einfach. Na, Edikt und zwei Drops. aber der ist schon sehr gut zu spielen. Unsere Ratte wird nicht besser tauschen als gegen den. Ich glaube, dann legen wir lieber den Telekopter. Oh, du hast ja wirklich gar keinen Respekt. Na, eigentlich ist es mehr Respekt, als einfach anzugreifen. Gibt es Giant Growth oder so? Werden wir gleich rausfinden. Ah, es gibt Ja, nichts. Elvish Fury Ja, halt. okay. Und gut, voilà. Ja, ich meine, wir haben uns ein bisschen Zeit gekauft. Zeit und Ressourcen mit unserem Core-Chant, aber naja, gucken wir mal, was passiert. Ob er da Na, überhaupt mit dem angreift. Dungeon Shade sollten wir auf lange Hinsicht gut sein. Wir könnten jetzt den Giant blocken mit dem, legen den Jackal und dann können wir das Edikt zocken. Wenn nach dem Combat der Giant stirbt. Ja, also ich. Ach, ach so. Oh, ich hatte Standbild, Toffel. Okay. Bist Ich jetzt hab's wieder gar weg. nicht. Wann hat er das Elvish Fury gezockt? Bevor oder nachdem ich's gesagt habe? Was gesagt habe. Vergiss es. Er hat es einfach nach dem Blocken gezockt. Ich glaube, wir blocken hier den Giant und dann ist gut. Dann können wir den Root Dweller abräumen mit dem Edikt und das ist das Schönste, was jemals passieren wird. Ja, also leider habe ich wirklich Standbild gerade und sehe, wie du Mana tappst. Ich dachte, du spielst einfach wirklich sehr, sehr langsam. Hörst du mich noch? Ich höre dich ja, sehr gut sogar. Okay, das Gegnerboard ist leer. Interessant. Na, ich habe Edikt Was auf denn so genug Roller passiert? gespielt. Jetzt hat er noch so einen Sliver gelegt. Wir legen ja einfach.
zwei Sachen. Shadow und Shade. Und gehen rein. Damit dürften wir eigentlich zumindest, ja, das sieht doch gut aus, wenn dieser Shade überlebt, das bessere Board haben. Jetzt kommt noch der Sliver vorbei, das ist klar. Der kann theoretisch 4 werden. Aber er will noch irgendwas nachlegen. Hermit Druid. Ah, Hermit Druid ist natürlich unangenehm, dass der Mountains holen kann. Aber die Bandage, die wir gerade gezogen haben, weil wenn er noch ein Land legt, meine ich, dann kann der ja 5 Power werden und würde am Shade sterben. Hätte auch überlegen können, ob man hier einfach angreift, ne? 9? Ah, ist ach so, ja, ich dachte... Ja, es war mein Fehler. Es ist ja genau Lethal nächste Runde. Ich wollte nicht zu viel Schaden gegen Sliver nehmen. Okay. Ja, immer schön zurückbleiben, Tafel. Ist denn so ein 1-1er in der Defensive? Ja, ja, ja. Wobei er jetzt natürlich einfach in diesen Sliver, in diesen Shade reinläuft. Das ist eigentlich schick. Ja. Du denkst nur an den Value. Nur an den Value. Er wird nicht mit dieser Bandage rechnen. Nee. Die meinen Schatten beschützt. So, jetzt beginnt das Spiel auf Pumping. Priorität abgegeben. Okay. Nevermind. Es passiert einfach nicht. Es passiert irgendwas anderes. Er hat einfach noch eins davon. Alles klar, okay. Ja, das macht ja auch gar nichts. Das macht ja extrem gar nichts. Um genau zu sein, macht es noch weniger. Aber er will es einfach nochmal spielen. Reicht dann die Bandage? Nee, die reicht dann nicht. Die reicht dann leider. Aber wir tauschen? Nee, auch nicht. Er ist ja 6-6. Das heißt, du hast einfach verzockt? Ja, Angriff wär durchaus stabil gewesen. So. Jetzt hat er aber auch keine Handkarten mehr. Aber ein Sliver, der unendlich groß werden kann. Ich glaube, wir müssen hier die Bandage cyclen. Vielleicht finden ach, wir... muss überhaupt nicht. Meinst du nicht? Wir wollen lieber eine Kreatur nächste Runde legen. Oder meinst du, wir warten, bis wir eine Kreatur ziehen? Ob wir eine Kreatur ziehen? Die Bandage wird uns doch nochmal ein Leben gainen. Das ist ja, doch aber auch ich will wichtig. Lieber eine Kreatur legen, die den blockt, weil die 6 Lebensschaden verhindert, sozusagen. Oder 5. Ja. Ah, ist schon richtig. Ich glaube, wir warten lieber und gucken, ob wir hier eine Kreatur finden. Weil wenn wir die finden... blocken wir mit dieser Kreatur. Nevermind. Naja, machen wir trotzdem. Ich meine, ob wir jetzt... Wir wollen Sliver loswerden. Das ist Prio 1. Meinst du, wir wollen wirklich mit der Assassin blocken, die später alles abräumt? Ja, der Sliver ist gerade das größte Problem. Was willst du denn? Nein, wir schlucken den noch dreimal. Ich würde sagen, wir blocken einfach diesen Hermit. Wieso? Wir müssen ja nur einmal nehmen und dann können wir die Assassin aktivieren. Und dann mit der Assassin den Sliver kaputt machen. So, er hat gezeigt Searing Touch, Verdant Touch. Oh, er toucht ganz schön, ne? Noch einen Sliver. Sehr touching, ja. Er hat sich das Sliver Touch Deck gebaut. Achso, das können wir hier sehen. Noch ein Mountain. Ich bin nicht für Blocken. Nee, jetzt ist auch zu gefährlich. Das ist zu gefährlich, wenn er sich den Mountain auf die Hand genommen hat. So, aber es sind ja auch... Ja, Mann, nee. Das geht ja schon. Wollen wir jetzt einen genau, ne? Verhindern? Naja, klar. Wer sind wir denn? Der Mensch mit der Bandage. Oh, richtig schön den Swamp gerippt. Okay. Dann lassen wir einfach den Sliver sich selbst Schaden machen, oder? Und greifen für 6 an. Naja, klar. Er kann ihn ja pumpen in Respawn. Na, und jetzt geht die Assassin auch rein. Unser Gegner hat auf jeden Fall weniger Chancen, Rolling Wave, nee, Flame Wave oder Rolling Thunder zu haben. Oh, es wäre so lustig, wenn er jetzt die Flame rausballert. Bandage hat auch einen richtig guten Effekt gegen das 5-Mana-Buyback-Ding. Zumindestens einmal. Zumindest einmal. Okay, sehr gut. Oh, schon wieder.
And lose. Gegen diese ganzen Buyback-Spells wollen wir dann nochmal das haben? Nee, nee, nee. Toffel, weißt du, was wir jetzt reinnehmen? Erneut? Falsch. MGB, den Klotz-Sliver. Den Klotz-Sliver. Weil wir seine Sliver regenerieren lassen wollen? Achso. Nee, weil der wird dann groß getrampelt und plus. Achso, das heißt, in ja, nee, drei Sliver geben wir Regeneration ab. Und ja, okay, ich sehe. Finde man Sliver ohne Fähigkeiten. Ich glaube, der hat immer Metal Sliver gezockt. Nicht mehr gut genug. Gegen diese ganzen. Nee, nicht gegen. Gegen die... Aber du hast mal Erlaubnis, Shackles zu spielen gegen ihn. Was hat er denn gemacht? Shackles ist halt. Er hat Kreaturen. Shackles ist auch nicht so gut. Grüne und rote Kreaturen. Shackles ist ill. Aber wenn wir Shackles nehmen, dann nehmen wir eher billige Sachen raus. Also sowas wie Carnophage oder Sarcomancy. Hm. Ja. Kann sein, dass wir hier in die. Nee, wir wollen schon den Akku-Stadt haben, wenn es geht. Aber dann können wir nicht viel rausnehmen. Ich glaube, Dungeon State ist wichtig. Und ich glaube, der Rest ist auch wichtig. Ich glaube, Anoint wollen wir haben. Und wir müssen nur gucken, was wir dafür rausnehmen. Und im Moment... kann es eigentlich keine Kreatur sein. Und das Cannibalize? Vielleicht das? Weil es zu langsam ist, wenn er die ganzen zwei Mana-Sliver hinlegt. Ja, on the draw. Kann das sein, ne? Okay. So. Hm, ich weiß nicht. Bin ich überzeugt. Easy. Ja, die Hand ist doch... Lass ich sehen. First Strike dürfte gegen ihn auch relativ gut sein. Ja. Obwohl, er hat echt schon viele Pump-Spells. Also zwei Pump-Spells und das Searing Touch gezeigt. Carnifex ist eine gute Strategie nachzuziehen. Was ist das? Whenever Sliver becomes blocked, it gets... Oh, das ist der üble Sliver. Yes. Ja, aber dann legen wir hier die Ratten. Weil wenn wir sowieso nicht blocken können, dann wollen wir lieber später den... Euphonite als Defensive legen können. Mhm. Master Sliver. Ja. Solid. Können wir das machen? Gehen wir hier ein. So, was machen wir jetzt kaputt für den Sliver? Den Master Sliver, oder? Den kaputt machen. Weil der sorgt ja dafür, dass die anderen größer werden. Call. Also der sorgt dafür, dass wir sie nicht blocken können. So, dann können wir hier angreifen. Carnophage wird benutzt, um zu blocken. Wenn er jetzt blocken will, ist das fair. Wenn nicht, sollten wir zumindest mit dem einen Schadenspunkt 2 sparen. Okay, das ist fair. Okay. Greifen wir jetzt mit beiden an? Schon, ne? Das dürfte okay sein. Ach, der ist ja 3-3. Ha! Ach, weil der gepumpt wird. Ich wollte gerade sagen, Toffel, was ist da los? Ja, mein Fehler. Aber ist gar nicht so schlimm. Nö. Weil wir müssen ja diesen Barbsliver so oder so loswerden. Dann können wir den auch doppelt blocken. Weil anders werden wir ihn auf jeden Fall nicht los. Genau, und jetzt hoffen wir, dass er Buyback-Dings macht. Weil dann hat er nämlich immer noch drei Karten auf der Hand. Ja, aber dann hat er immer noch einen Barbsliver im Spiel. Ja, der hat es auch triple blocken können, ehrlich gesagt. Aber dann stirbt ja alles. Cry me a river. Also so geht das zumindest so.
Fury, Sliver. Genau. Apokalypse. Alles auf null fast. Jetzt kriegen wir 5 von dem. Oder 4 und da liegt noch was nach. Ah. Er hat echt ein schönes Sliver-Deck, ja? Ich glaube, dass der Discard-Spell nicht gut genug ist. Boah, die trampeln auch noch. Dirty. Ja. Die Frage ist, was ist gut genug? Shackles. Na, aber Shackles räumt halt auch nicht das Problem der Sliver ab. Naja. Weil Shackles macht halt einen weg, einen der. Aber die Sliver müssten wir eigentlich abräumen. Ja, klar. Gegen Mathe Sliver ist es nicht so gut, aber gegen ein generisches Sliver. Dauti Horror macht es zum Glück auch nicht. Also wenn er da seine Sliver-Armee hinlegt, was. Wovon er durchaus eine Menge hat, dann sieht das schon sehr. Was halten wir denn von Conviction? Conviction. Conviction. Wie gut ist Conviction? Dann werden unsere Dirtler zumindest groß genug. Ja, ich finde Conviction sehr, sehr gut. Das Problem ist, er kann sie nicht auf die Hand nehmen, weil selbst wenn er die Kreaturen größer macht. Na gut, wenn der Punktwert, ja, ich glaube, es. Aber eins davon will ich, glaube ich, schon haben. Ja, gerade on the play. Und ein 9, vielleicht ist ein 9 nicht gut genug, wenn er so bis so. Ja, ein 9 wäre jetzt nicht so Premium gewesen, so. Oder? Dann müssen wir halt hoffen, dass wir eine gute Mischung aus den Sachen ziehen. Cannibalize, glaube ich, mit dem billigen Silvern ist immer noch nicht gut genug. Weil dann. Töten wir zwar einen, aber dann wird der andere riesig groß und wird von der anderen nochmal gepumpt. Na, das. Nee, auf keinen Fall. Yes. Ugh. Naja. Geht das in irgendeiner Welt? Hm. Es wird zwar eine Sache groß genug, aber wir haben auch echt nichts, was wir machen können, ne? Vielleicht ist es okay. Also. Ich glaube nicht. Findest du nicht? Ich glaube nicht, dass wir das Late Game gewinnen können. Wir haben ja nichts, was teuer ist. Und wir haben auch nichts, in das wir ziehen wollen. Wir verhindern mal jetzt einen auf uns, damit wir vielleicht eine Kreatur ziehen. Ha, wie ein Profi. Blockst doch hier so viel dazu. Ach, kann der blocken? Der kann blocken, ne? Der kann blocken. Spielen wir da jetzt die Conviction drauf? Wahrscheinlich nicht. Boah, du bist ja... Ich denke aber den Horror, oder? Ja, einfach den Horror rausgeknallt. Willst du nicht die Ratten tauschen? Nee, gegen wenn ich dann Conviction habe, dann... Dann ist es okay. Ja, ist gut. Wahrscheinlich wird er jetzt den Horror-Searing touchen. Was ja richtig gut ist eigentlich, weil dann können wir den Gravedigger on Curve spielen. Okay, macht er nicht. Ah, oh, no Pech. Ja, das wäre mein Argument gewesen, mit den Ratten reinzugehen. Immer noch kein Angriff. Legen wir jetzt bis. Ja, jetzt dürfen wir eingehen. Die beiden rein, oder? Es wirkt einfach so, als ob er Stealing Touch hat. Er sandbaggt's noch.
wird noch besser. Naja, klar, wenn er 5 Mana hat, wird es echt noch besser. Jetzt auch, wenn wir diese Ratten auf die Hand nehmen. Obwohl, wenn wir die Ratten haben, dann ist Healing Touch eigentlich egal. Müssen wir nur überlegen, wenn wir jetzt... No. Wenn wir jetzt kein Land ziehen... Okay, das war zumindest gut. Ob man dann 2 Ratten legt, weil man ja dann nicht die Kosten der Ratten bezahlen kann. Aber so spielst du Ratte und Conviction, oder? Und lasse dann das Schwarze offen für die Fähigkeit. Man kann natürlich das Weiße offen lassen, um die auf die Hand zu nehmen, aber ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. Oh. Da mussten wir nur den Johannes kurz wiederholen, der war gerade weg. Ich habe gesagt, dass ich das Weiße offen gelassen, getappt habe, damit ich das Schwarze für den Searing Touch offen habe. Was natürlich schade ist, wenn der Gegner +2/+2 macht. Weil wir dann nicht blocken können. Also wenn der angreift, dann können wir nicht blocken, ja, glaube ich. Und so wird es natürlich auch sehr unangenehm. Ja, Pazifismus macht leider auch gar nichts. Pazifismus macht leider gar nichts. Kann man ein bisschen nicht zocken auf den 4-4er? Ja, und dann pumpt man halt seine Massesliver bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Weil er, selbst wenn ich mit meinem Gravedigger blocke, kann er halt voll pumpen. Obwohl, das geht eigentlich. Wenn wir zumindest mit den Ratten blocken können. Ja, weil dann können wir mit den Ratten blocken. Also wir blocken einen Massesliver mit den Ratten, die anderen mit dem Gravedigger. Und dann, wenn er voll pumpen will, dann stirbt zumindest noch der zweite Massesliver mit. Ja. Und wir lassen... Wir müssen eigentlich immer noch schwarz offen halten. Er hat ja schon gesagt, dass er keinen Pump hat. Und diese Conviction können wir auch nicht auf die Hand nehmen, weil wir wollen ja, dass einer stirbt. Ja, du hast recht. So, ist, dass wir so ein bisschen auf verlorenem Posten kämpfen, glaube ich. Ja, so verloren ist ja noch nicht. Irgendwas... Ja, keine Ahnung, was jetzt noch besser ist als... Wir können auch nicht die... Jetzt erstmal so eine... Ja. Grippen. Ja. Wir können auch nicht die Conviction hin und her schieben, weil wir können sie ja immer noch nicht auf eine Eintappniskreatur legen, wenn er das wirklich hat. Sie liegt ja im Moment auf dem Gravedigger noch relativ gut. Jetzt hör mal auf, ihm so viel Kredit zu geben für seinen scheiß Searing Touch. Ah, okay. gutes Timing. Ja, sehr gutes Timing. Ja, du hattest den Seelenlees. Oh, er ist so irgendwas gut. Gutes? Plains. Aber jetzt können wir zumindest die umschieben. Na, wenigstens was. Obwohl das langfristig, glaube ich, nicht sehr gut ist. Nee, nicht mal mittelfristig. Ja, er hat uns hier ganz schön... So sieht es halt aus, wenn man die Sliver zockt, ne? Die Massesliver. Ja, habe ich so noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Ich meine, das ist halt rot-grün und wirklich alle Doppel-Massesliver, den Pump-Sliver, den rot-grünen Gold-Sliver. Klar, wenn man die hat, dann... Das Deck hängt natürlich mit den Massesliver. Also je mehr du davon hast, desto besser wird das Deck.
Und ich denke mal, er wird mindestens 3 haben. Ja. Frank Carsten hat gesagt, man gewinnt mit dem Sliver-Deck N-1 Matches, wobei N die Anzahl der Masse-Sliver ist. Im Schnitt. Okay. Also, wenn er 4 hat, geht er im Schnitt 3-0. Wenn er nur 3 beim letzten hat, Draft hatten 3. wir 3, wir haben erste Runde genommen. Im Schnitt ja. Doch. Ja. In Carsten im Schnitt Unrecht. So, was machen wir denn jetzt? Ja. Wir haben eigentlich überhaupt keine guten Möglichkeiten mehr. Wir blocken den Rootwaller doppelt, dann stirbt der zumindest. Wenn wir wir müssen ja auch irgendwie den Metallic Sliver blocken. Aber dann stirbt unsere Conviction gleich mit. Wir könnten doppelt blocken mit den Ratten und dem Metallic Sliver. Mit dem Grave Digger. Dann sterben die beiden, aber wir können die Conviction behalten. Ist es das wert? Dann kannst du auch die Rootwaller doppelblocken mit 2 Kreaturen und die Conviction behalten. Aber ist der mit Sliver nicht schlimmer? Der ist 3-3 und kriegt für 2 Mana plus 1 plus 1. Plus 1 plus 0 für immer. Sieht gefährlicher aus. Mhm. Also muss ich das so machen? Dann pumpt der einmal, pumpt er nochmal, sterben beide. Nee, dann muss ich das ja so machen. Ja. Zwei Kreaturen gegen eine Masse gegen Metallic Sliver zu tauschen. Ja. Und ich meine echt das Sliver. Steht auf jeden Fall drauf. Ja, es steht aber auch drauf, dass das ein Counterfeit ist. Also ein Nachmacher von Volrath, ja. Dem alten Schlingel. Das stimmt. Oh, er will den Grave Digger zerstören? Ach so. Natürlich. Dann nehmen wir die Conviction auf die Hand. So. Und belohnen. Naja, wenn. Cry. 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 Solltest mal deinen Kumpel Birth anrufen, dass er dir mal schnell einen Winds of Wrath-Deck cheatet. Winds of Wrath, ist das überhaupt im Format hier, in den als Rare? Ja. Dann überlebt sogar deine Ratte. Oh. Conviction. Stimmt. Wär jetzt doch relativ gut die Karte. 4-3. 4-4. Ja. Schmerz, viel Schmerz und mehr Schmerz. Oh, ja, ja. Okay, mein Freund Gigi. Ja, das Deck war gut. Und das Geile ist, zu den Slivern hatte es natürlich auch super gute Spells. Ne? Also Doppelpump, Touch, ja, so von Raphia. Guckt lieber dem Menschen zu. Nein, aber komm, unser Deck war auch nice. Ich meine, wenn man einmal so weit hinten ist, und wir haben jetzt auch nicht Premium gezogen. Das Problem ist, ich glaube, das Deck war gut, aber ein High-End fehlt irgendwie. Also... Ja, klar. Also gegen so ein Deck schon, aber nö. Das war auf jeden Fall viel besser als das Deck letzte Woche. Wir steigern uns genau. Langsam. Mal gucken, was wir... Sogar mal gucken, was zuerst passiert. Wir gewinnen ein Finale oder meine Tickets sind alle. Wir wissen leider... Ja, nee, also alleine hatte ich mehr Erfolg. Ja, wir wissen auch beide, welche von beiden Optionen als erstes eintritt. So, na gut, ja, vielen Dank, dass du uns aus dem fernen Australien auch für dieses Mal wieder beehrt hast.
Einige letzte Worte vom anderen Ende der Welt sozusagen? Ja, kann sein, dass ich wiederkomme. Und dann habt ihr mich eventuell häufiger wieder an der Backe. Oh, ist das bitter. Aber es war mir eine große Freude. Ja, ich glaube. Aber ansonsten bin ich sicher, dass Toffel und Iris euch auch eine gute Show liefern. Ja, vielen Dank. Ciao. Tschüss.